Horrorfilme haben irgendwie die Angewohnheit, uns bereits im Titel zu spoilern, welches Untier kurz vor Einsetzen des Abspanns in seine Einzelteile zerballert wird. Und dabei macht es überhaupt keine Ausnahme, ob wir von Meilensteinen der Filmgeschichte wie Alien, Predator oder Terminator sprechen oder von irgendwelchen unterhaltsamen B-Movie-Trash-Granaten à la Lavalantula bzw. dem noch viel großartigeren Big-Ass-Spider. Für sein neuestes Werk hat Regisseur Mike Mendes, der sich eben bereits für Lavalantula und Big Ass Spider ebenfalls verantwortlich gezeigt hat, allerdings ein ganz anderes Konzept überlegt, in dem kein geringerer als Dolph Lundgren gegen einen Dämon antreten muss. Und für alle von euch, die sich jetzt denken, warte mal, Dolph Lundgren und ein Dämon? Das kenne ich woher. Die erinnern sich wahrscheinlich gerade mit Schmerzen zurück an den schier unerträglichen Night of the Apocalypse, der meines Erachtens nach Rezept- und verschreibungspflichtig ist als Schlaftablette. Der neueste Film von Mike Mendes unter dem deutschen Titel The Demon Hunter ist das allerdings definitiv nicht. Mit dem englischen Originaltitel Don't Kill It spoilert er uns eben gerade das Gegenteil von dem, was ich gerade verraten habe, nämlich, dass es in diesem Film um irgendein Untier geht, das man nicht töten kann. Mehr oder weniger als kleiner Mix zwischen Angriff der Körperfresser bzw. Jason Goes to Hell bekommen wir es in diesem Film nämlich mit einem Dämon zu tun, der sich von Mensch zu Mensch fortbewegt. Bewegt mehr oder weniger und dabei immer in den Körper von demjenigen geht, der seinen letzten Wirt erledigt hat. Das sorgt in dem Film meines Erachtens nach für einige extrem coole Momente, wo nämlich Dolph Lundgren als Dämonenjäger gerade versucht, den Dämon einzufangen und dann plötzlich von hinten jemand verwegt, den Dämon abknallt, den Dämon in sich hat und dann plötzlich wieder für die nächste Welle an Mayhem sorgt. Und Mayhem ist mehr oder weniger vielleicht sogar ein inoffizieller Alternativtitel von The Demon Hunter, denn Mike Mendes hält wirklich offensichtlich nichts davon, Zeit zu verschwenden. Gerade in der ersten Minute des Films schafft es der Wirt bereits, einen Hund zu befallen, dann auf dessen Herrchen überzugehen, damit der eine komplette Familie niedermeuchelt, dann wieder in den nächsten zu gehen und so weiter und so fort. Es dauert also quasi ein paar Minuten voll splatteriger Auseinandersetzungen, bis wir überhaupt erst in den Genuss von Dolph Lundgren kommen. Dann setzt die Handlung quasi erst wirklich ein, das Eigentliche, weswegen wahrscheinlich die meisten Gore-Fans bei dem Film dabei sind, fängt ein bisschen ins Stocken an, aber wir bekommen wieder mal einen unglaublich coolen Dolph Lundgren zu sehen. Und persönlich bin ich ja der Meinung, dass der B-Movie-Markt von einigen wirklichen Nichtskönnern und vielen Filmern wie beispielsweise Steven Seagal verpestet wird, aber dass Dolph Lundgren einer derjenigen B-Movie-Schauspieler sind, der sich einerseits seiner schauspielerischen Einschränkungen perfekt bewusst ist, der gezielt mit diesen spielt und der eben mit reichlich Selbstironie durch den Tag schreiten kann. Etwas, das meines Erachtens nach perfekt zu einem Regisseur wie Mike Mendes passt, auf den diese Attribute ebenfalls perfekt zutreffen würden. Und so bekommen wir mit Dolph Lundgrens Charakter in diesem Film einen, der einerseits mit seinen Karlauern und Wortwitzen durch den Tag geht, aber andererseits unfassliche Coolness mit sich bringt. Ein kleines bisschen könnte man The Demon Hunter auch vergleichen, mehr oder weniger mit Dolph vs. Evil Dead. Ähnlich wie Bruce Campbell ist Dolph Lundgren in dem Film unterwegs, wenngleich auch weder dermaßen blutig wie in Ash vs. Evil Dead, beziehungsweise auch nicht ganz so Karlauer-freundlich und witzig wie eben im Evil Dead-Franchise. Trotzdem ist es meines Erachtens nach einfach nur unterhaltsam und macht einfach nur Spaß, Dolph Lundgren mehr oder weniger beim selbstironischen Stolpern durch die zugegebenermaßen etwas seichte Handlung zu warten. Warten ist übrigens auch ein perfekter Begriff dafür, was in Sachen Props in dem Film abgeliefert wird, weil eines kann man sich relativ sicher sein, The Demon Hunter hat es im Jahr 2017 durch die FSK und mit der roten Plakette in den Markt geschafft. Wäre der Film allerdings in den späten 80ern oder frühen 90ern so entstanden, wie er entstanden ist, würde er sich wahrscheinlich aktuell einen Platz auf der Liste der 101
31er direkt neben Braindead teilen. Nein, ein Splatter-Feuerwerk aka à la Peter Jackson wird hier zwar nicht abgeliefert, dennoch werden zahlreiche Körperteile amputiert, Köpfe gespalten, Köpfe zerschossen, sonstige Sachen gemacht, Kettensägen kommen zum Einsatz und es gibt in diesem Film wirklich einen Bodycount, wo ich in der ein oder anderen Massenszene sogar beim Zählen ausgestiegen bin. Es ist ein unterhaltsamer und kurzweiliger Film, der in seiner Laufzeit von knapp über 80 Minuten einen extrem hohen Bodycount und auch noch eine Menge Karlauer verpackt. Persönlich muss ich zugeben, dass ich bei Lavalantula bzw. ganz besonders bei Big Ass Spider noch mehr Spaß hatte, dass ich allerdings der Zeit, die ich in The Demon Hunter investiert habe, nicht nachgeweint habe. Es ist definitiv kein Anwärter auf den Titel bester, coolster, interessantester Trash-Film des Jahres. Es ist aber trotzdem irgendwie eine interessante Umkehrung eines bekannten Dämonen- und Zombie-Konzepts, der zwar letztendlich dennoch die klassischen Klischees abarbeitet, aber mit Dolph Lundgren nicht nur einen coolen Schauspieler und coolen Charakter im Titel hat, sondern mit Mike Mendes ebenso noch einen Regisseur, der das Ganze mit relativ viel Witz und Drive amüsiert, anreichert und damit einen amüsanten, durchaus unterhaltsamen und kurzweiligen Action-Trash-Horrorreißer liefert.